Hey ho, in diesem Video machen wir ganz einfache, leckere Schweinerückensteaks. Ganz einfach mariniert, ein bisschen Öl drauf, den Grundrub vom Klaus drüber und dann, ja, ab auf den Grill. Dazu ein bisschen Folienkartoffel, ein Rettich gibt es noch und Gurkensalat. Einfach ein gemütliches Abendessen. Ja, und nachher dann machen wir ja auch noch das Eis. Das ist dann das nächste Video. Aber jetzt schauen wir darüber. Mache ich die Steaks, bereite ich vor. Attacke. So, Freunde, da wären wir auch schon. Hier übrigens die eingepackten Kartoffeln, Folienkartoffeln. Oh, wie böse, Alufolie. Hat Schatzi so angefangen. Aber kein Problem, ich habe damit nämlich absolut kein Problem. Dann zu den Kartoffeln dazu lege ich nachher noch ein Stück Butter dazu und dann schmeiße ich hier noch das Tiefensalzgarten und Feuer von Vitanina, ja, noch mit dazu. Da kann sich dann jeder seine Kartoffeln selber, ja, nachwürzen. Gut, so, unseren schönen Schweinerücken. Da schneide ich jetzt ganz einfach ein paar schöne Steaks raus. Ein klein bisschen zurecht pariert habe ich schon. Hallo Patricia. Hallo. Was kugelst du hier rum? Suchen. So. Also das ist jetzt wirklich die einfachste Art und Weise, wie man seine Steaks machen kann. So, und das Stück lassen wir so. Tun wir die gleich mal hier rein. Schale hätte natürlich wie immer etwas größer sein können, aber das geht alles, man muss nur wollen. Ja, Mann. Ja, zwischenzeitlich muss man mal Hände waschen gehen. So, das Grund schon aufgemacht. Ein bisschen Olivenöl drüber. Und dann ölen wir die ganzen Teile einfach ein bisschen ein. Da braucht man gar nicht viel, bloß nicht zu viel. So, das ist auch schon eingeölt. Sprich, die Rückseite ziehen wir einfach über die obere Seite dann nochmal drüber. Leute, das reicht dann schon. Ich sag ja, auf die allereinfachste Art und Weise. Kann natürlich da jeden anderen Rapp auch nehmen, natürlich, ohne Frage, aber mir ist der halt gerade wieder in die Hand gefallen. Fertig. So werde ich die jetzt noch kurz in die Kühlung packen, bis wir, ja, nachher draußen grillen. So, Freunde, wir hauen die Kartoffelchen hier jetzt einfach am Rand mit drauf. Und da bleiben sie eigentlich liegen, bis wir nachher essen, bis das Essen fertig ist. Und wie gesagt, die waren vorgekocht. Ganz einfach. Ohne viel Trara, Tamtam und Schnickschnack. So. So, Freunde, von oben kommt der Regen, im Hintergrund rödelt die Eismaschine und wir hauen jetzt hier unsere Steaks drauf. Die lassen wir einfach im indirekten Bereich liegen,
tun sie nachher vielleicht einmal schnell noch umdrehen. Und mehr müssen wir mit denen gar nicht machen, außer warten, bis sie fertig sind und dann einfach nur aufessen. Tja, und sobald ich hier wieder Platz habe, kommen da noch ein paar Bratwürste drauf. Ich weiß nicht, vielleicht sind das sogar noch Bacon Goodness. Ich weiß es echt nicht mehr. Gut. Deckel zu, grillen. Und ich denke, in ein paar Minuten nehme ich sowieso dann auch gleich die Kartoffeln runter. Machen wir schnell einen Guck. Oh ja, das kann noch ein paar Minütchen so liegen bleiben. Dann drehen wir mal die Yoshis um und tauschen sie untereinander. Also sprich, die tun wir jetzt gleich hinten hin. Aber auf direkte Glut werden wir sie auf alle Fälle auch noch mal drauflegen, dass sie wenigstens ein klein bisschen Farbe haben. Ja. Jetzt haben wir Softeis haben wir schon da hinten. Oh Leute, da müsst ihr aber noch warten, bis auf das Video rauskommt. Ja, ach komm. Fangen wir hier mal an mit denen, die einzufärben. Die Kartoffeln können wir eigentlich hier runternehmen. Und dann haben wir nämlich auch Platz für die Bratwürste. Also wie gesagt, nur ein bisschen Farbe ziehen. Weil ihr dürft ja nicht vergessen, dass das Rücken, das wird uns sonst zu trocken. Ja, ist jetzt meine Meinung dazu. Und dadurch eben, dass der Grill jetzt auch offen ist, zieht er von unten wieder gescheit Luft und glüht natürlich richtig schön auf. Gerade richtig zum Anbrutzeln, Angrillen. Je länger der offen bleibt, desto größer wird die Flamme da hinten natürlich. Und desto schneller geht das Ganze. Und hier hinten oder hier vorne dürfen sie dann gar ziehen. Was eigentlich ja auch gleich der Fall sein sollte. Jo, das reicht uns schon. Dann tun wir alles im indirekten Bereich. Und dann geben wir jetzt gleich den Bratwürsten noch ein bisschen Feuer. Schatz, waren das Bacon Goodness? Ja. Ah ja. Boah, ist das lecker. Jo, das reicht mir schon für die Bacon Goodness Würstchen. Dann tun wir die sauber im indirekten Bereich, dass die noch komplett durchziehen. Und ich richte dann schon mal alles auf den Tisch her, dass wir unsere Steaks runterholen können zum Essen. So, Freunde. Ich tue jetzt die Steaks runter und sage, die sind fertig. Wir tun jetzt ganz einfach Essen. Und die Bacon Goodness Würstchen, die lassen wir jetzt einfach noch drauf liegen, bis wir uns sicher sein können, dass die durch sind. Die sind ja eigentlich gar nicht Bestandteil von dem Video. Schatzi hat bloß wieder Angst gehabt, dass wir nicht satt werden. Also wir füllen uns. Und die sehen mal richtig gut aus. So Leute, da liegen die Steaks. Eine Kartoffel habe ich mir schon auf dem Teller. Einen schönen weißen Rettich zum Dazuessen. Ein Gurkensalat, das sind die restlichen Kartoffeln. Und dann haben wir hier einen Kräuterquark, Sourcecreme und einen Tzatziki-Quark. Ich mache jetzt meinen Teller voll und tue schon mal anfangen. Während Sascha und Schatzi da drüben sich noch mit der Eismaschine rumplagen. Jo!
ich habe mir jetzt mein Tellerchen garniert mit den drei Quarkdingern da. Die Kartoffel, den Rettich, das Rückensteak. Und was ich jetzt noch ausprobiere über die Kartoffel, das Tiefensalzgarten von Vita Nina. Lass mal gucken, wie ich das aufkriege. Mhm. Riecht sehr nach Garten. Da streue ich mir ein bisschen was über die Kartoffel drüber. Wer noch Salz haben will, kann sich dann nehmen. Und dann fangen wir doch ganz einfach jetzt einmal mit der Vita Nina gesalzten Kartoffel an. Sieht man das? Ja. Ja, schön gartenkräutrig. Ja. Oh, das sind das verschiedene. Hey, das Zeug ist gar nicht mal schlecht. Das ist kalt. Also, ein bisschen Schleichwerbung, ohne dass ich was krieg. Schatz, wo hast du das eingekauft? Bei Aldi. Beim Aldi? Ja. Milsani. Bist du? Milsani. Also das Zeug ist richtig lecker. Wirklich, da braucht man nichts selber machen. Unser Rückensteak. Sour Cream? Ja. Ich sagte ja schon, das Grund kann was. Sehr lecker wieder. Und saftig. Also nicht trocken. Definitiv nicht. Gurkensalat auch wieder hervorragend getroffen. Ja, und am Rettich kann man ja nicht viel falsch machen. Schälen, salzen, einschneiden. Man kann da zu wenig salzen. Ja, kann man auch, dann ist er etwas schärfer. Also ich kann bloß sagen, ein richtig leckeres Mahl. Und nachher hören wir uns noch das Fazit von den anderen an. Ja, und danach machen wir weiter mit dem nächsten Video mit dem Eis, was ja schon läuft. So Freunde, dann kommen wir zum Fazit. Und als allererstes Fazit fürs nächste Video. Finn, wie war dein Eis? Lecker. Ah, sehr gut. Spoiler-Alarm. Okay, also, ich war mit dem kompletten Essen sehr zufrieden, sehr glücklich. Und ich kann es wirklich nochmal sagen, Leute, rennt zum Aldi, kauft Zeug, das Zeug. Hervorragend lecker. Nicht zu große Becher. Weil wenn man immer so Riesenpötte kauft, kann man die Hälfte wegschmeißen, wenn man es nicht wegbringt. Aber das ist doch richtig geil. Muss ich wirklich sagen. Danke, Mr. Aldi. Ja. Albrecht. Das ist Mr. Aldi. Ja, das Steak mit dem Grunz von Klaus. Sehr lecker wieder. Es war wirklich noch saftig. Ich kann mich absolut nicht beschweren. Der Rest. Kartoffeln einfach vorgekocht in Alufolie, noch auf dem Grill, super spitze. Schatz hat wieder einen hervorragenden Gurkensalat gemacht. Guck mal. Ja, was habe ich noch vergessen? Sascha? Fleisch war ganz
also so auf den klein. Punkt. Ich habe noch nie so einen saftigen Würstchen gegessen. Okay, das Dankeschön. Gewürz ist, da haben wir. Dankeschön. Die Würste waren auch, da haben wir mit. Harry, komm rüber. Jetzt sag, hallo, er redet was? Doch. Siehst du, wie stark ich bin? Passt schon. Ich habe ihn wieder rausgesagt. Meckertante. Komm rüber, dass man dich auch mal sieht hier wieder. Dreh halt die Kamera. Nö. Weil du schimpft die Patrizia, die will das gerade nicht, dass man sie filmt. So. Also Brüderchen hat sehr lecker gegrillt. Okay, Andreas, ich fand's auch lecker. Andreas Gurkensalat war absolut perfekt. Die Kartoffeln waren auch gut. Und dieses Grunzgewürz werde ich mir definitiv bestellen. Klaus, hast gehört? Patrizia, du, ah ja, die hat gerade geschrien, sehr lecker, Schatzi. Sehr gut. Sehr gut, die, ja, müssen den Zwerg ins Bett bringen. Dann würde ich mal sagen, beenden wir das Video hiermit. Sehr gut, sehr lecker. Und Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Und ein Sascha. Mhm. Tschaikowski. Und Däumchen nach oben nicht vergessen. Mhm. Aber jetzt endgültig. Bis später. Leute, heftiger Nachtrag noch. Jetzt hätten wir es fast vergessen, der Sascha hat uns daran erinnert. Das Vita Nina, die zwei Salze hier. Also ich persönlich finde sie richtig lecker. Ich habe sogar das Schafe probiert. Kann man essen? Sehr gut. Wirklich gut. Ja, mehr ist nicht mehr hinzuzufügen. Hasta la vista, Baby.